Unglaublich, was im diesjährigen Dschungelcamp alles passiert ist. Drama, Liebe und Enttäuschungen, es war alles dabei. Besonders die Geschichte um Mike Heiter, 31, Kim Virginia Hartung, 28, und Leila Lahua, 27, hat für Aufregung gesorgt. Zwischen dem Ex-Love-Island-Kandidaten und der bezaubernden Kim flogen die Funken, während Leila nur zuschauen konnte. Doch das Drama hört nicht auf. Kim wurde beim Wiedersehen mit den anderen Kandidaten scharf kritisiert, sogar die Moderatoren teilten gegen sie aus. Doch auch Mike und Leila müssen sich eingestehen, dass ihre Liebe wohl nicht für die Ewigkeit ist. Eine unerwartete Wendung bringt Cora Schumacher, 47, ins Spiel. Nach ihrem freiwilligen Ausstieg bereut sie es zutiefst und will unbedingt in die nächste Staffel zurückkehren, doch ihre Hoffnungen werden je zerstört. Das Camp ist bereits voll, erklärt Jan Köppen, 40. Und auch Oliver Pocher, 45, kann ihr Trost nicht spenden, denn für ihn ist das Kapitel abgeschlossen. Das Dschungelcamp hat uns auch dieses Jahr wieder mit Spannung, Emotionen und Überraschungen gefesselt, wir können es kaum erwarten, was als nächstes passiert.